Hallo und herzlich willkommen zum LFS Report Nummer 19. Mein Name ist Ronald Grossmann und heute schauen wir uns das 9. und damit vorletzte Rennen der Masters Season 15 an. Gefahren wurde in Fern Bay 3 Reverse mit dem allradgetriebenen RB4. Der RB4 wird ja eigentlich bevorzugt als Rallye-Fahrzeug bewegt, doch diesmal musste er bei einem 90-Minuten-Rennen seine Fähigkeiten als Straßenwagen unter Beweis stellen. Die Qualifikation war diesmal eine 15-Minuten-Qualifikation, also ohne Shift P und S, und der Sieger und damit Pole-Sitter war Björn Reicher. Viel Spaß bei seiner Streckenvorstellung. Schon beginnt die Runde. Optimal treffen und raus beschleunigen. Kommen über Startziel. Ab in den 4. Halten uns rechts. Bremsen leicht. Vollgas. Leicht lupfen. Und runter in den 3. Wieder Gas. Bremsen in den 2. Früh wieder Gas geben. Rechts ausholen. Dann geht die 90 Grad links. Vollgas. Gleichen Korrekturen. Rauf in den 4. Wiederum Vollgas weiterfahren. Raustragen lassen. Runterbremsen. Und wieder Vollgas. Bremsen in den 2. Früh wieder Gas geben, um Schwung auf die Brücke mitzunehmen. Den Meckerkasten Kirchhofer lassen wir mal links liegen. Blindflug links. Gleich klopfen, wieder Vollgas geben. Nochmal. Die nächsten Kurven gehen Vollgas, aber nur mit kalten Reifen. Runterschalten, gleich wieder Gas geben, voll cutten. Optimal anbremsen und wieder den ganzen Schwung mitnehmen auf Startziel. Tja, das war schon eine Runde mit mir, Björn Reichert vom Team Sim Racing Fahrerlager. Vielen Dank an Björn. Er sicherte sich die Pole, knapp vor Zingler und Holzer, beide zeitgleich. Dahinter auf Platz 4 Jimmy Kahn und Platz 5 Grossmann, Platz 6 der amtierende Meister Suschlik, Platz 7 Neumann und auf Platz 8 Kirchhofer. Weiter hinten im Feld sehen wir auch zwei wieder neu eingestiegene, hier Volker Kleingeist und dann hinten weiter noch Stefan Piotrowski, die sich entschieden haben, bei diesem Rennen nochmal kurz in die Masters einzusteigen. Ricardo Hohmann musste wegen seiner Qualifikationssperre von ganz hinten starten. Und dann ging es auch schon los. 56 Runden, 90 Minuten in Fern Bay. Dank Allrad kommt das gesamte Feld relativ gut weg und hat auch schon recht schnell fast die Renngeschwindigkeit erreicht. Jetzt geht es das erste Mal durch die Schikane, die erste mit den neuen Curves. Kirchhofer macht dort auf, um etwas abzukürzen und sicher zu gehen. Doch der Rest des Feldes kommt ganz gut durch. Hier am ersten Split bereits hat sich das Feld schon ziemlich auseinandergezogen. Kam jetzt auf das erste Mal über die Brücke. Hier sehen wir auch, dass der Wind etwas ungünstig stand für einige Fahrer, da es hier manchen heftigen Einschlag in die Mauer gibt. Und hier die weitere knifflige Stelle von der Brücke runter. Doch auch hier sind die Fahrer sehr diszipliniert und bleiben größtenteils auf der Strecke. Hier nun das letzte gefährliche Stück in der ersten Runde, die Anfahrt zur Schikane. Hier werden wir gleich sehen, dass Kahn etwas Probleme hat beim Anbremsen und dadurch Suschlik und Grossmann etwas in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Rest des Feldes kommt aber auch gut durch.
Eichert führte bis Runde 3 das Rennen an. Hier jedoch macht einen kleinen Fehler, holt sich schmutzige Reifen und rutscht hier weiter raus, hat einen kleinen Einschlag und muss Holzei und Zingler ziehen lassen. Schlimmer erwischt es hier Neumann, der hier komplett rausrutscht, nicht mal die Chance hat, nochmal auf die Straße zu kommen und hier einen heftigen Einschlag hat und einige Fahrer passieren lassen muss. Eine gute Gelegenheit ergibt sich hier für Freitag. Vor ihm muss Kleingeist bremsen, mein Topcar wegen Kleingeist bremsen, sodass er hier besser auf die Brücke fahren kann. Nun verbremst er sich jedoch von der Brücke runter etwas, sodass zumindest Volker Kleingeist wieder an ihm vorbeigehen kann. Einen recht ungewöhnlichen Abflug hat hier Grossmann, den sie nach links wegdreht und voll an die Mauer fährt. Glücklicherweise landet er wieder auf allen Vieren und kann weiterfahren. Am Ende von Runde 4 zieht hier Holzei raus hinter Zingler. Dieser will anscheinend auf Nummer sicher gehen und lässt ihn vorbeiziehen, obwohl Holzei eigentlich gar keinen richtigen Angriff gestartet hätte. Etwas ungestüm macht es hier Ricardo Hohmann gegen Kirchhofer, bremst hier viel zu spät in die Schikane, was für ihn selber sehr große Konsequenzen hat, er landet auf dem Dach. Reichert fiel noch etwas weiter zurück, muss hier in Runde 11 Suschlik ziehen lassen, noch statt ziehen. Und dahinter, das Duell entscheidet hier Hinz für sich gegen Kahn, auch an derselben Stelle. Nach gut 8 Führungsrunden muss hier Holzei die Führung nach einem Fehler wieder an Zingler abgeben. Eine weitere Tücke der Schikane hier war der rechte Curb, den trifft hier Kirchhofer zu hart, hat einen Banalüberschlag, beim Gegenlenken rauscht er voll in die Leitplanke und hat einen heftigen Einschlag. Hier nutzt Freitag den Fehler von Hartmann auf die Brücke raus und kann rechts an ihm vorbeigehen. Grossmann, der wieder nach vorn wollte, treibt hier Wurm in einen Fehler und kann so seinen 10. Platz übernehmen. Und kurz darauf schnappt er sich auch noch Heuer, indem er besser auf die Brücke beschleunigt und links an ihm vorbeigehen kann. Hier sehen wir, dass Herr weniger Glück als Kirchhofer hat bei diesem rechten Curb. Er legt sein Auto komplett aufs Dach. Kirchhofer versucht noch durch einen herzhaften Stoß ihn wieder auf die Räder zu drehen. Das gelingt ihm aber leider nicht. Hier sehen wir das Duell Cesarek-Wurm. Cesarek hat mehr Schwung geholt in der letzten Kurve und kann hier auf Startziel Wurm ausbeschleunigen. Ähnlich will es Hartmann machen. Reitberger bremst sich jedoch, sodass Hartmann schon in der letzten Kurve an ihm vorbeigehen kann. Nachdem Suschlik sich weiter nach vorn gearbeitet hatte und nun an Holzei dran war, holt er sich hier in der Mitte des Rennens den 2. Platz von ihm. Hier sind wir jetzt an Bord von Reitberger. Dieser versucht auch hier Piotrowski statt Ziel zu überholen, aber nicht wie alle anderen innen, sondern außenrum. Aber da er sehr gut aus der letzten Kurve gekommen ist, gelingt ihm das. Hier haben beispielhaft welche verschiedenen Reifenstrategien gefahren wurden. Wir sehen hier Freitag vor Grossmann in die Box einbiegen. Freitag entschied sich dazu, sicherheitshalber alle Reifen zu wechseln. Grossmann ließ nur die vorderen beiden wechseln, da diese stärker beansprucht wurden. Einige Fahrer hatten auch komplett auf den Reifenwechsel verzichtet und mussten bis zum Ende bangen, dass sie Reifen halten. Grossmann konnte den 6. Platz zwar übernehmen von Freitag, aber das Glück währte nicht lang, indem er hier in der letzten Schikane das Auto ähnlich wie Kirchhofer fast auf die Seite wirft und in die Schikane, in die Leitplanke einschlägt. Und hier im Spitzenfeld
Platz toll sei, in Runde 52, also 4 Runden Schluss der Reifen, aber der Weg zur Box ist zum Glück nicht weit, als in der letzten Kurve passiert ist. Und genauso passiert es durchschlägt in der vorletzten Runde, Runde 55. Da er in die Box musste, konnte sich Zinger in seiner letzten Runde Zeit lassen und seine Reifen schonen, auch er hatte auf Reifenwechsel verzichtet. Somit gewinnt er mit einem recht großen Vorsprung vor Suschlik und Holzei. Reichert konnte seinen vierten Platz dann weiter verteidigen. Hinz hat auch noch bis zum Ende wegen seinen Hinterreifen gebankt, aber konnte seinen fünften Platz halten. Die Eventwertung sieht also auch nicht viel anders aus. Zinger kann 6 Punkte gut machen aus Suschlik. Holzer mit einem sehr guten Ergebnis 80 Zähler und Reichert trotz Pol aber immerhin noch 4. Platz mit 76 Zähler. In der Fahrerwertung führt Suschlik weiterhin vor dem letzten Rennen. 51 Punkte vor Zinger. Dieser muss also versuchen, das letzte Rennen zu gewinnen und hoffen, dass Suschlik ausfällt oder sehr, sehr schlecht platziert wird, um noch eine Hoffnung auf den Meistertitel zu haben. Holzer auf Platz 3 wird wahrscheinlich nicht mehr eingreifen können. Noch enger als in der Fahrerwertung geht es in der SG-Wertung, so wie wir gleich sehen werden. Dort haben noch ganze 4 SGs Chancen auf den Gesamtsieg. Die besten Chancen hat natürlich SG 10 und 11. Sie liegen lediglich 4 Punkte auseinander. Und die Fahrer- und SG-Wertung werden also auf folgende Kombination entschieden. Wir fahren den Formel BMW in South City 5 Reverse und zwar 60 Minuten. Bis dahin.